Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Force of Nature 2. Ich habe mir eben noch ein paar Portale gemupst. Also aus dem Sumpf habe ich noch zwei Portale abgebaut, damit wir wieder welche haben. Weil die stehen da halt bei den Idolen irgendwie sinnlos rum. Deswegen nutzen wir die jetzt einfach hierfür. Hier sind sie. Und ich habe unsere blauen Kristalle. Und hier ist auch alles, was wichtig ist. Und ich würde sagen, let's go, oder? Das ist doch jetzt auf jeden Fall eine gute Idee. Moment. Ausdauertrank, man weiß ja nie. Und dann gehen wir mal rüber in Richtung Hitze. Also viel haben wir jetzt nicht erreicht. Ich habe jetzt einfach nur einen Obsidian-Streitkolben. Ne? Mehr ist es jetzt noch nicht. Müssen wir mal gucken. Also wir werden jetzt auch nicht so weit kommen. Aber wir können wenigstens vorne schon mal so ein Portal hinzimmern, dass wir hin und her porten können. Und wir brauchen einfach mehr Obsidian. Oh, die sind nachgespawnt. Oh, Gott sei Dank. Sehr gut. Dann können wir hier schon mal rumlaufen. So, das ist gut. Dann kann man hier immer wieder herkommen, ne? Vielleicht gibt es ja irgendwie noch eine Möglichkeit, dass man mehr rauskriegt. Und ich hoffe ja immer noch auf Steine. Dass es irgendwo so heiß ist, dass wir dann vielleicht sogar Steine abbauen können. Okay. Das muss die Hölle sein hier. Also ein Obsidian hatten wir ja noch in der Basis. So, ich werde jetzt hier schon mal ein Portal hinbauen. Und ich nenne es... Wie nennen wir das denn? Hitze 2. Je weiter hoch die Nummer, desto näher dran, wo auch immer wir denn hinkommen. Ich weiß es ja noch nicht. So, weiter geht's. Ich weiß nicht, ob dieser Streitkolben jetzt irgendwie was bringt hier. Ich glaube, ich sollte vielleicht eine Obsidian-Hacke haben. Vielleicht kriegen wir dann andere Ressourcen. Was meint ihr? Guck mal, wir haben doch jetzt schon 6 Obsidien. Pass mal auf. Wir porten mal kurz zurück und machen uns eine Obsidien-Hacke. Ich glaube, das ist eine bessere Idee. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da irgendwie bessere Sachen bekommen. Obsidien-Spitzhacke. Okay, Bretter und die beiden Ledersorten. So, und Bretter haben wir ja wohl mehr als genug. So. Dann haben wir hier noch einmal Obsidian. Guck mal, wie schön. Brauche ich mir erstmal eine Spitzhacke. Eine Axt. Das brauche ich alles nicht. Messer brauche ich nicht. Also die beiden brauche ich eigentlich nur. Den hätte ich auch gerne, aber naja. Schaufel gibt es hier nicht in Obsidian. Wieso gibt es keine Schaufel? Es gab doch immer... Ach nee, gab es nicht. Das stimmt nicht. Schaufel und Eimer gab es auch immer mit verschiedenen Abständen, ne? Wieso habe ich kein... Wieso ist mein Leben so weit unten, Leute? Warum ist mein Leben so weit unten? Ich bin etwas irritiert. Habe ich irgendwas vergessen? Zauberwiderstand? Ich werde mich noch mal kurz ausruhen, glaube ich. Die beiden packe ich hier mal rein. Vielleicht können wir noch ein Schild bauen. Ja, können wir. Die Frage ist, nehme ich jetzt ein Kampfschild oder nehme ich den großen Schild? Ich nehme immer lieber gerne den großen Schild. Da fehlt uns jetzt ein Hammer.
Ein Stahlhammer. Messer aus Stahl. Ach, jetzt komm schon. Messer aus Stahl. Hammer mops ich mal kurz. Da muss ich gucken, was dieses Messer hier kostet. Ach nee, das muss ich hier auch vorne, glaube ich, bauen, ne? Ja. Ja, läuft. Ne, lass den Hammer mal noch drin. So, Messer aus Stahl. Hier. Da brauchen wir noch ein bisschen Stock. Jetzt machen wir ein Messer aus Stahl. So, dann nehme ich den kurz mit. Spannend. Das vergesse ich doch bestimmt wieder, dass ich das hier reingelegt habe. Den nehmen wir auch mit. Das hier rein. So, dann machen wir uns ein Kampfschild. Ich will das große Schild, weil wir da mehr Rüstung drauf haben. So, go. Okay, dann kommst du dahin. Das kommt hier alles rein. Ich habe keinen Platz mehr. Mist, verdammter. Warte mal, können wir noch einen Schrank bauen? Moment. Das wäre auch nochmal cool. Kurz einen Schrank bauen. Na? So, das kann weg. Ah, herrlich. Diese Schränke sind echt herrlich. So, kann da alles rein. Haben wir genug Platz da in der Hütte. So, das passt. Dann machen wir das hier noch schnell rein. Und das kommt hier oben noch rein. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Ausrüstung. Das ist sehr, sehr cool. Warte, das war hier auch drin, ne? Mhm. Stöcker noch kurz weg. Obsidian noch kurz weg. Und dann sieht das doch erstmal ganz gut aus, würde ich sagen. Kommen wir wieder zurück. Achso, ausruhen noch kurz, weil... Warum? Oder war das, weil ich im Gift war? Ich hab jetzt gerade keine Ahnung, warum ich Leben verloren habe. Höchst mysteriös. So, wir gehen in Hitze 2. Muss mal kurz drauf achten, ob ich jetzt irgendwie Leben verliere, weil dann wüsste ich jetzt echt nicht, warum. Nö, sieht gut aus, ne? So, dann bin ich ja mal gespannt. Habe ich keine Hose an? Doch, ne? Sah gerade so aus. Von hinten. Okay, los geht's. Oder weiter geht's. Ja, ja, komm du mal zu mir. Ich guck mal, wie das Ding so funktioniert. Naja. Komm, hau. Ist ganz okay. Ist besser als der andere Dings. Streitkolben, aber naja. Mal gucken, was die Spitzhacke kann. Ob da mehr rauskommt oder so. Geht einfach nur schneller. Mehr ist das auch nicht.
Weiß nicht, da bin ich mit dem Hammer irgendwie besser, ne? Aber der ist halt Zweihand. Bin ich gerade an so einem Ding vorbeigelaufen? Moment. An so einem Obsidian-Dingsbums? Moment mal. Das wäre jetzt ein bisschen dusselig, weil wir wollen ja Obsidian sammeln. Ja, siehst du? Aber ich kann hier nichts mehr... Ist noch nicht fertig, hä? Hä? Was? Okay, ja, dann lass mich doch in Ruhe. Scheißen Dreck. Ja gut, dann laufen wir halt weiter. Oh Gott, dann werden wir bestimmt so einen Zauberer haben als Endboss, oder? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, das wird furchtbar. Es wird ganz furchtbar, wird das. Ach, mit der Axt habe ich gerade... Ich habe gerade mit der... Nicht mit der Axt, mit der Spitzhacke den kaputt gemacht. Das war ja doof. Ja. Ja, so, der Streitkolben wäre natürlich besser. Hallo, bleibst du wo stehen? So, haben wir. Kristall werfen. So, okay. Einmal essen, bitte. Einmal hier. Oh mein Gott, das waren ganz schön viele. Ja, wir brauchen auf jeden Fall diese andere Geschichte, ne? Ich glaube, wir werden hier nicht lange überleben, wenn da immer so viele kommen. Wir müssen diesen Zaubertisch bauen. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum herum. Bin irgendwie mit dem Hammer besser dran, ne? Kann das sein? So. Ich nehme mal so einen schwachen Ausdauertrank. Ich habe da auch noch so Lebensdinger. Guck mal, wieder ist gar nicht schlecht. Guck mal hier, wie cool. So. Nein! Jetzt habe ich noch einen Ausdauertrank getrunken. Mist. So ein Mist. Mann. Ja, also ich bleibe dann doch wieder beim Hammer, verdammt. Ich wünschte, wir hätten noch einen anderen Hammer.
dann lauf doch nicht immer weg. Frostnebel. So, 4. Keine Ahnung, wie groß das hier ist. So, wie sieht's denn hier drin aus? Blitz 3-mal. Frostnebel. 3 Obsidian haben wir erst. Was? Ist jetzt ein bisschen doll wenig, ne? Würde ich mal so sagen. So, okay, okay, okay. So. Wie sieht's denn aus hier auf der Karte? Oh, da brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Huch! Ich komme zu dir. Ich komme zu euch, kein Problem. Keine Panik. Mach schon! Oh fuck, ey, ich habe jetzt überhaupt nicht geschaltet gerade. Können auch mal S versuchen, ne? Den hier, den Kugelfluch, ob das funktioniert. Wenn da so viele kommen. So, da kommt gerade einer anmarschiert. So, ich esse noch mal was. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, mal gucken. Yeah, also der Kugelfluch ist super. So, haben wir. Das war gut. Also die... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, ich brauche irgendwas, damit ich nicht so schnell Leben verliere. Also auf jeden Fall diese Obsidian-Rüstung. Ach nee, Obsidian war ja für... Was war denn? Obsidian war für unten, für die Kälte, ne? Ich... Für hier oben kann ich nur das nehmen. Also brauchen wir irgendwie einen Zauber oder irgendetwas, was uns stärker macht.
Vielleicht. Habe ich jetzt den Obsidian genommen? Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Wie viel haben wir jetzt? 6. Wow. Für die Rüstung brauchen wir natürlich um einiges mehr, ne? Oh, Skorpione. Oh, ja, das ist natürlich... Das heißt, ich brauche jetzt auch noch Gift, oder was? Giftrüstung wieder? Also hier sollten wir lieber mit Tränken arbeiten, denke ich. Nicht mit Barfoot. Einfach mit Tränken arbeiten. Kein Mana mehr. Oh. Moment. Auch Eisenschrott. So. Hier sind wir hergekommen. Es geht jetzt hier lang. Ich glaube, ich werde hier noch mal ein Portal hinbauen. Warum habe ich hier... Hä? Warum habe ich kein Ektoplasma mehr, Leute? Was da passiert? Oh, habe ich das weggepackt? Ich Idiot. Ich bin echt ein Horst, ne? Ja, großartig. Dann, naja. Scheißendreck. Mist. Lauf, 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 lauf. Okay, wir brauchen auch unbedingt diese Zauber. So, okay, hier nochmal. Hier auch. So, dann teilt sich das. Dann geht das hier irgendwie rüber. Lass mal gucken, wo es dahin geht. Und ich brauche erstmal Nahrung. Kein Mana mehr. Mist, Mist, Mist. Habe ich schön das Ektoplasma weggeräumt. Klasse. So. Eieieiei. Das einzig Gute ist... Oh, warte. Da ist schon wieder einer. Dass wir danach, wenn hier alles geklärt ist, einfach nur durchlaufen müssen, ne? Um Obsidian zu bekommen. Was heißt nur? Aber die sind dann halt alle weg und wir können einfach hier durchlaufen.
Das ist wirklich ganz gut. Oh Mann, zu heftig. Hier ist Obsidian. Viel zu heftig. Okay, hier ist Sackgasse. Okay, okay, okay. Das ist schon mal gut. Dann wissen wir Ende Gelände. Das kann man hier nicht abbauen. Kann man nicht. Okay, und dann geht es hier hinten weiter und wir müssen nächstes Mal Ektoplasma mitnehmen. Das kriegen wir hin. Das heißt, ich würde tatsächlich beim nächsten Mal, also wir porten uns jetzt zurück nach Hause, das mache ich jetzt. Und beim nächsten Mal kommen wir von hier und laufen einmal alles ab, um das Obsidian mitzunehmen. Macht mega, mega Sinn auf jeden Fall. Ich porte mich jetzt mal nach Hause. Wir müssen die beiden Tische bauen. Es geht gar nicht anders. Diese Zaubertische. Dunkeltrank oder wie das heißt, Zeug, Dingsbums, müssen wir beide Dinger bauen. Damit wir wissen, was wir damit machen können. Weil ich denke, dass das für uns um einiges einfacher werden wird. Vielleicht. Mal schauen. Achso, jetzt will ich mal eine Sache testen. Wenn wir uns jetzt erholen im Bett, ob denn auch Mana nachwächst. Mal gucken. Nö. Gut. Naja. So. Muss kurz gucken. Also, wir brauchen... Wo ist denn das hier, ne? Genau. Nee, wo ist denn... Hä? Wo zum Henker sind jetzt? Ich gehe mal auf alles. Da war es eher... Okay, Hexenmeistertisch. Wir brauchen Linsen, 10 Stück. 5 Glas. Und Dunkelzaubertisch. Okay. Diese beiden Dinger werden wir bauen. Ich muss jetzt gucken, dass ich noch mehr Glas... Ich muss mal kurz gucken, was die Linsen kosten. Und dass wir noch mehr Glas machen können. Weil Linsen, glaube ich, war auch aus Glas, aus Sand, aus klassischem Sand, tropischem Sand, Sackleinen, okay. Und wir müssen hier nochmal gucken, ob wir jetzt hier genug von dem Zeug haben. Dass wir hier ein bisschen Sand noch holen, Perlmutt und so. Dass wir dann noch ein bisschen Glas nachbauen. Ja, weil auch permutieren die, ne? Das habe ich doch da hinten wieder reingelegt, oder? Hier normalen Sand brauchen wir auch. So. Perlmut. So, lass mal gucken. Also richtiges Glas. Noch Kohle und Dingens. So, dann bauen wir hier noch ein bisschen was nach. Ein bisschen Glut. Und ein bisschen Kohle. So. Und hier machen wir Glas. 11, weil Kohle fehlt, oder was? Jo. Ja, weil Kohle fehlt. Das ist ein Träumchen. Aber hey, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Okay. Dann steht der Plan für nächste Folge. Nächste Folge machen wir die beiden Tische fertig. Ich glaube, wir haben alle Ressourcen, die wir benötigen. Wenn nicht, müssen wir halt noch was nachbauen. Wir haben jetzt 11 Obsidian hier. Okay. Das wird auch nochmal sehr, sehr spannend. Amulette müssen wir noch bauen. Und 1000 Sachen. Ich weiß irgendwie noch nicht so genau, was wir jetzt brauchen werden. Was mir doch immer nicht so geläufig ist. Oben in der Hitze brauchen wir das Ding mit Hitzeschutz. Und hier unten. Aber uns bringt halt Kälteschutz. Warum haben die beide Kälteschutz? Das raff ich halt nicht, ne?
Gut, wenn wir hier rauskommen aus diesem Vulkan-Ding, brauchen wir wahrscheinlich wieder nur Kälteschutz, weil das ja eigentlich das Eisgebiet ist. Ne? Ich denke mal, dass wir wieder ins Eis zurückgehen. Das ist nur, um Obsidian zu holen. Und dafür reicht dann wahrscheinlich auch diese Rüstung, dass wir da reingehen können und uns in Obsidian rausholen können. Und nachher brauchen wir wieder eine fette Obsidian-Rüstung. So kann ich mir das vorstellen. Guck mal, alleine 4 Dinger brauchen wir schon für einen Helm. Das bedeutet wirklich, wir müssen sehr viel bauen. Nicht das da. Und beim nächsten Mal laufen wir einmal komplett den Weg nochmal hoch und machen uns noch mehr Obsidian fertig. Aber jetzt will ich erstmal die beiden Tische haben. Und das machen wir morgen. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut. Tschüss.